Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 111 Auf kaltem Wege Zweiter Teil. Spät in der Nacht saß Severus auf seiner Couch und dachte daran, wie es seiner Schülerin jetzt wohl gehen würde. Das Verlangen, das sich kurz nach ihrem Einblick in die dunklen Künste in ihre Seele eingebrannt hatte, würde ihr heute Nacht schreckliche Albträume bescheren. Er seufzte und rügte sich wieder und wieder, die Bücher nicht weggeräumt zu haben. Sein Büro und sein Labor waren schon lange nicht mehr nur sein Lebensraum, denn er teilte diese mit Hermine, wie er auch sein Wissen mit ihr teilte, und gerade daran hätte er denken müssen. Mit ihr hatten seine Räume sogar ihre Trostlosigkeit verloren, denn wenn er allein in seinem Labor arbeitete, war ihre Präsenz für ihn spürbar, selbst wenn sie gar nicht bei ihm war. Wenn er zum Vorratsschrank schaute, dann rief der Anblick der grauen Holztür Erinnerungen daran wach, wie Hermine sorgfältig mit Pergament und Feder eine Inventur der Zutaten vorgenommen hatte. Blickte er zu seinen Reagenzgläsern und Fiolen, dann sah er sie damit hantieren, während sie ihm Geschichten erzählte. Einfachsten Gegenständen hatte Hermine bereits Leben einhauchen können, weil sie sich mit seinen Erinnerungen an einen Menschen verknüpft hatten, den er einen Freund nannte. Selbst hier in seinem Wohnzimmer hatte diese Lebendigkeit bereits Einzug gehalten. Er wollte gar nicht daran denken, wie sein Umfeld nach 3 Jahren auf ihn wirken könnte, wenn Hermine nach vollendeter Ausbildung ihre eigenen Wege gehen würde und die Räume, denen sie Leben eingehaucht hatte, mit dem dumpfen Gefühl vergangener Geselligkeit zurücklassen würde. Seine heute noch erfreulichen Erinnerungen würden sich wahrscheinlich umkehren in schmerzhafte, so wie der Anblick von Harrys Augen in ihm manchmal unerwartet eine längst erloschene Trauer wieder auflodern ließ, die er nie mehr in vollem Umfang spüren wollte. Im Erdgeschoss hatten sich alle zur Nachtruhe begeben. Hermine lag eine ganze Weile wach in dem Bett, welches Sirius noch vor seiner Hochzeit dann und wann belegt hatte. Immer wieder dachte sie an das, was ihr die schwarzmagischen Bücher vermittelt hatten. Hermine fand sich mitten in der Nacht unverhofft in den kühlen Gängen Hogwarts wieder und ihre nackten Füße trugen sie in die Kerker, direkt in Severus' Labor. Kein einziges Buch fand sie vor, doch sie wollte eines lesen. Nur noch ein einziges Mal hineinblicken. Sein Schlafzimmer wäre das beste Versteck, dachte sie, weil sie es so gut wie nie betreten würde. Und so ging sie zu seinen privaten Räumen, durchkreuzte leichtfüßig sein dunkles Wohnzimmer und öffnete die Schlafzimmertür. Severus lag im Bett auf seiner Seite und schlief ruhig, und so betrachtete sie die vielen Bücherregale und fand jenen schwarzen Band, der sie zu sich zu rufen schien. Mit großen Augen, in denen unheilvolle Flammen loderten, stellte sie sich auf die Zehenspitzen und griff nach dem Buch. Doch als ihre Handinnenfläche den Buchrücken berührte, da durchfuhr sie ein feuriger Schmerz.
Sie schrie auf und ließ das Buch fallen. Gleich darauf war Severus' Schlafzimmer durch Kerzen erhellt. Doch sie blickte nicht zum Erwachten hinüber, sondern auf ihre Handfläche. »Haben Sie sich verbrannt?« fragte eine Stimme, die so fremdartig klang. Sie nickte, aber blickte nicht einmal zu ihm auf, als sie seine Hand an ihrer Schulter spürte. »Zeigen Sie«, sagte er mit beängstigt verzerrter Stimme, wie Hermine sie noch nie vernommen hatte. Seine Hand umfasste die ihre. Seine immer so spürbare Gefühlskälte, die von ihm ausging, schien ihre Wunde zu betäuben, und während der Schmerz nachließ, führte er sie hinaus in sein Wohnzimmer. Dort erblickte sie Fellini, doch er war nicht mehr nur schwarz, sondern hatte weiße Punkte. Hermine stutzte, und als ihr logischer Verstand die Situation zu deuten versuchte, da wurde sie abgelenkt, weil Fellini zu Severus lief und der ihn auf den Arm nahm und streichelte. Sie näherte sich ihm und streichelte Fellini ebenfalls, doch Severus bedeutete ihr, von ihm wegzugehen, so dass sie sich einige Schritte von ihm entfernte. Dann zog er plötzlich seinen neuen Zauberstab, richtete ihn auf sie und flüsterte: »Incendio!« Hermines Nachthemd fing Feuer und sie schrie wie am Spieß, bis die heißen Flammen ihr die Luft nahmen und sie plötzlich einen starken Schmerz an ihrer Wange verspürte. »Hermine, wach auf! Hermine!« schrie Ginny regelrecht, die ihrer besten Freundin eben eine Ohrfeige gegeben hatte, weil sie mit etwas Rütteln einfach nicht wach zu bekommen war. Doch selbst das schien nicht geholfen zu haben. Heftig atmend und schluchzend winselte Hermine mit geschlossenen Augen. »Ich brenne! Das tut so weh!« Ihre Hände verkrampften sich zu Krallen und ihr Gesicht war schmerzverzerrt. Und Ginny kam zu der Überzeugung, dass Hermine noch immer in ihrem Albtraum gefangen war. Sie griff nach dem Glas Wasser auf dem Nachttisch und schleuderte den Inhalt in Hermines Gesicht. Endlich war Hermine wach und sie blickte sich orientierungslos im Zimmer um, bevor sie Ginnys warme Augen bemerkte, die jede ihrer Bewegungen gelassen beobachtete. »Du hast schlecht geschlafen«, sagte Ginny ruhig, bevor sie ihren Zauberstab zog, um die Stellen zu trocknen, die das Wasser benetzt hatte. Doch da zuckte ihre beste Freundin zusammen. »Bitte nicht«, wimmerte Hermine mit angstvollem Gesicht. Doch Ginny schwang einfach den Stab und beseitigte die Nässe, während Hermine mit dem Schlimmsten zu rechnen schien. »Schon gut, Hermine«, sagte Ginny. »Du hattest nur einen bösen Traum. Das kann passieren.« Langsam begriff Hermine, dass sie nicht eben in Flammen aufgegangen war und sie alles nur geträumt hatte. »Willst du darüber reden?« fragte Ginny mit vertrauter Stimme. Hermine atmete mehrmals tief durch und versuchte, den Geruch verbrannten Fleisches, den sie noch immer wahrnehmen konnte, zu vergessen. Sie fuhr mit einer Hand über ihren Unterarm, dessen Haut vor kurzem noch Blasen geschlagen hatte, und danach fuhr sie sich durchs Haar, welches den Flammen als erstes zu Opfer gefallen war. Noch immer war ihr Hals ganz rau von dem vielen Rauch, den sie eingeatmet hatte. Es war so echt«, sagte Hermine flüsternd. »Mir tut noch immer alles weh.« Ginny nickte verständnisvoll und wartete geduldig, bis Hermine reden würde. »Es war so echt«, wiederholte diese leise, denn es war kein normaler Traum gewesen. Sie hatte den kalten Boden unter den Füßen gespürt, die schmerzende Hand, nachdem das Buch sie verbrannt hatte, und sogar Fellinis Fell,
hatte sich zwischen ihren Fingern so wirklich angefühlt. Dad sagt, dass die dunkle Magie jedem Menschen Träume schickt, der mit ihr in Berührung gekommen ist. Diejenigen, die gewonnen werden können, bekommen verführerische Träume. Doch die, die einen festen Willen zeigen, so wie du, Hermine, denen will die dunkle Magie zeigen, welche Kraft sie innehaben kann, erklärte Ginny ruhig. Plötzlich lachte sie auf, bevor sie sagte: Und Fred ist der Meinung, dass Träume sowieso nur der Stuhlgang der Seele sind, von dem man sich befreien muss, bevor man ihn wegspült. Hermines Mund formte, unabhängig von ihrer momentanen Stimmung, ein Lächeln, bevor sie nickte und sich selbst aufmuntern wollend sagte: Ich glaube, dass Fred recht hat. Willst du über den Traum reden? Fragte Ginny vorsichtig. Hermine war ergriffen davon, dass ihre beste Freundin sich mitten in der Nacht Zeit für sie nahm und ihr ein offenes Ohr anbot. Hermine nickte, bevor sie erzählte: Severus hat mich verbrannt und ich habe alles gespürt. Verbrannt? Fragte Ginny fassungslos nach. Nickend bestätigte Hermine: Mit einem Incendio. Das war der ganze Traum? Ist sonst nichts passiert? Doch schon, aber das war das Schlimmste, antwortete Hermine erschöpft. Ginny nickte verständnisvoll und sagte: Du kannst mir ja morgen alles erzählen, wenn du möchtest. Du solltest jetzt wieder schlafen, aber tu mir den Gefallen und nimm keinen Schlaftrunk. Warum nicht? Wollte Hermine wissen. Weil diese Tränke meistens die Träume unterdrücken, aber du musst dich von dem befreien, was du erlebt hast, Hermine. Vielleicht hast du die ganze Nacht über schlechte Träume, aber ist es besser, das hinter dich zu bringen? Deine Seele muss eine Möglichkeit finden, sich zu entgiften, erklärte Ginny. Bevor Ginny wieder ging, umarmte sie Hermine und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Sie deckte sie sogar zu, während Hermine scherzend fragte: Möchtest du mir noch eine gute Nachtgeschichte erzählen? Möchtest du eine hören? Nickte Ginny. Ginny ließ ein kleines Licht in Hermines Zimmer an und ging dann zurück in ihr Schlafzimmer. Harry war erstaunlicherweise wach und nörgelte gleich: Ich bin aufgewacht, weil es neben mir nicht mehr so schön warm war. Er schob seine Unterlippe nach vorn und schmollte, sodass Ginny lachen musste. Hermine hatte einen Albtraum. Ich war kurz bei ihr, erklärte sie, während sie wieder ins Bett stieg. Oh, das Bett ist ja ganz schön kalt geworden. Harry grinste frech und sagte: Dann musst du näher zu mir rutschen, hier ist's warm. Er ließ frech die Augenbrauen tanzen, sodass Ginny breit grinsend zu ihm hinüberrutschte, um sich an ihn zu kuscheln. Hat sie erzählt, was sie geträumt hat? Wollte er wissen. Nicht alles, aber vielleicht erzählt sie mir morgen den Rest. Sie hatte nur gesagt, dass Severus sie mit einem Incendio verbrannt hatte und es war wohl leider ein sehr echt wirkender Traum, antwortete sie. Hat das mit dem Buch zu tun? Ginny nickte und sagte: Ich denke schon, so ein überwältigendes Gefühl, das man beim Lesen der schwarzen Künste erfährt, kann die Träume genauso beeindruckend gestalten. Etwas eingeschnappt fügte sie hinzu: Ich habe ihr angeboten, ihr eine gute Nachtgeschichte zu erzählen, aber sie wollte nicht. Harry musste lächeln, sagte dann jedoch so ernst wie nur möglich: Erzählst du mir eine? Ginny machte große Augen, bevor sie darauf einging und fragte: Hast du denn einen besonderen Wunsch? Weil er mit den Schultern zuckte, nahm sie ihn einfach in den Arm, legte seinen Kopf unter ihr Kinn und begann zu erzählen. Es war einmal eine Prinzessin, die wurde von einem Drachen in einem... Harry legte sein Veto ein,
Nein, nichts mit Drachen, die man erlegen muss. Auch nichts mit schwarzen Rittern, die sich einem in den Weg stellen oder mit bösen Zauberern. Machte Ginny. Dafür, dass du keinen besonderen Wunsch hattest, sind das jetzt recht viele Einschränkungen. Meinst du nicht? Wie sollen Märchen ohne das noch funktionieren? Na, dann mach doch einfach da weiter, nachdem der Held die Prinzessin gerettet hat. Aber das ist ja schon das Ende jeder Geschichte, Harry. Warf sie ein. Harry stützte sich auf einen Ellbogen, um Ginny ansehen zu können, bevor er mit einer Strähne ihres roten Haars spielte und vorschlug: Dann erfinde für mich doch einfach das, was nach dem Kuss kommt. Ich will von dem ganzen Glück hören, das die Märchenonkel immer nur mit einem einzigen Satz abhandeln. Ich möchte von all den schönen Momenten erfahren, die hinter den Worten "Und sie lebten glücklich bis an ihr Ende" verborgen sind. Er küsste sie zaghaft auf die Lippen und flüsterte ihr danach zu: Ich möchte wissen, warum sie zusammen glücklich waren. Ach, Harry, sagte sie, bevor sie theatralisch seufzte. Das wird aber keine jugendfreie Geschichte werden. Es muss ja einen Grund gehabt haben, warum die Märchen gleich nach dem Kuss so abrupt beendet wurden. Sie lehnte sich selbst auf den Ellbogen, sodass ihre Gesichter ganz dicht beieinander waren, und sagte ganz leise, während ihre Lippen über seine fuhren: Ich glaube, das Beste wird sein, wenn ich es dir einfach zeige. Harry freute sich wie ein Schneekönig über Ginnys Interpretation von "Und sie lebten glücklich bis an ihr Ende". Derweil lag Hermine in ihrem Bett und dachte so viel nach, dass sie hoffentlich nicht mehr einschlafen würde. Doch sie fiel erneut ins Land der Träume und fand sich abermals an dem Regal in Severus Schlafzimmer wieder. Ihre Augen fielen auf den schwarzen Band und da plötzlich wusste sie, dass sie einen schlechten Traum haben musste. Doch der wollte einfach nicht vorübergehen, bevor sie das Buch nicht aus dem Regal nehmen würde. Sie wollte sich zwingen zu erwachen, doch sie fand keinen Weg. Missmutig starrte sie auf das Buch und ließ einen Moment vergehen, bis sie sich dazu aufgerafft hatte, es in die Hand zu nehmen. Diesmal verbrannte sie sich nicht, sodass sie das Buch auf eine Ablage legen konnte. Noch immer hoffte sie aufzuwachen oder dass der Traum eine andere Richtung einschlagen würde. Hoffnungsvoll blickte sie auf Severus schlafenden Körper, doch der regte sich nicht, um sie von einem Fehler bewahren zu können. Sie öffnete den Mund, um ihn zu wecken, aber kein Ton kam ihr über die Lippen, sodass sie zu der Ansicht kam, den Traum durchleben zu müssen, um ihn beenden zu können. Mit zittrigen Händen berührte sie den Buchdeckel und schlug ihn auf. Hermine wich sofort zurück, weil sich eine rot-schwarze Schlange auf den Seiten räkelte. In dem kleinen Teil ihres wachen Geistes merkte sich Hermine jedes Detail, denn vielleicht könnte eine Analyse später Licht ins Dunkel bringen. Und während sie sich alle Dinge zu merken versuchte, da biss die Schlange sie in die Hand. Der Schmerz war für einen Traum viel zu real, dachte Hermine. Mit Tränen in den Augen hielt sie sich die verletzte Hand und hoffte innig, dass diese Schlange nicht giftig wäre. Doch schon in der Muggelschule hatte sie gelernt, dass die ganz besonders auffällig gezeichneten Reptilien meistens giftig waren. Ein starkes, brennendes Gefühl schlich an ihrem Arm hinauf bis in die Schulter. Gerade als Hermine davon ausging, dass sie in diesem fürchterlichen Traum den Vergiftungstod erleiden müsste, da wuchs die Schlange plötzlich an. Bevor Hermine noch fliehen konnte, fand sie sich bereits von einem Schlangenkörper umgeben, der ihr die Luft aus dem Körper presste.
Benommen ging Hermine zu Boden, während die Schlange sich immer enger um sie legte. Mit flatternden Augen blickte sie zu Severus hinüber, der noch immer selig schlief, und wieder öffnete sie ihren Mund, um ihn zu rufen. Doch da kroch der Kopf der Schlange in ihren Rachen und Hermine erstickte. Mit einer Hand an ihrer Kehle schreckte Hermine auf. Obwohl sie gewusst hatte, dass sie träumen musste, war dieses Erlebnis nicht minder schlimm gewesen wie das vorhergehende. Ihr Arm, durch den das Gift der Schlange geflossen war, schmerzte noch immer und ihre Kehle fühlte sich rau an, so dass Hermine erst einmal einen Schluck Wasser zu sich nehmen musste. Ihr Glas auf dem Nachttisch war leer, doch mit einem Aquamenti war das Problem behoben. Ein Blick auf die Uhr verriet ihr, dass es erst 3:30 morgens war. Noch einen oder zwei Träume dieser Art wollte sie nicht mehr erleben müssen. Hermine war hellwach und mit einem Male kam die Neugierde in ihr auf, in Erfahrung zu bringen, was die Träume bedeuten konnten. Doch viel willkommener war der Gedanke, dass sich die Nacht um die Ohren zu schlagen, nur um nicht mehr schlafen zu müssen. Sie kleidete sich still an und verließ die Räume ihrer beiden Freunde, um sich auf den Weg in die Bibliothek zu machen. Wie schon einmal erstaunte es sie, dass die Bibliothek nicht geschlossen war. Sie besorgte sich sofort das Buch Oneurologie, welches sie wegen Severus' Traum schon konsultiert hatte, und setzte sich an ihren Stammplatz. Hermine atmete ruhig, schloss die Augen und versuchte sich den ersten Traum ins Gedächtnis zu rufen. Er war bereits etwas verblasst, da sie noch einmal eingeschlafen war, aber weil sie wegen dem kurzen Gespräch mit Ginny bereits bewusst über ihn nachgedacht hatte, fielen ihr die wichtigsten Symbole wieder ein. Ein Buch war das Symbol für Wissen und Weisheit, was Hermine nicht überraschte. Sie las still. Ein Buch bedeutet nicht nur, dass sie im Begriff sind, in sich selbst zu lesen, sondern es gibt ihnen den Hinweis, allen anderen Symbolen ihres Traumes eine besondere Bedeutung beizumessen. Als nächstes wollte sie nachsehen, was eine verletzte Hand bedeuten könnte, und sie las. Sie scheinen selbst im Wachleben handlungsunfähig zu sein, sollten sie sich im Traum ihre Hand verletzt haben. Hermine seufzte, bevor sie sich das Ende des Traums in Gedanken wiederholte, als Severus sie angezündet hatte. Doch dann erinnerte sie sich daran, dass Severus Fellini gestreichelt hatte und sie es ihm gleichgetan hatte. Da der Anfang der Traumdeutung ihr nahegelegt hatte, allen Symbolen eine besondere Bedeutung zukommen zu lassen, wollte sie diesen Teil nicht übergehen. Fellini hatte in ihrem Traum ein schwarzes Fell mit weißen Flecken gehabt und laut Buch bedeutete eine Katze mit geflecktem Fell, dass man leidenschaftliche Gefühle empfindet. Hermine las leise. Das Streicheln einer Katze bedeutet, dass sie gut zu einem Menschen sind, der es verdient. Sie wollte gerade unter dem Begriff Feuer nachsehen. Da fühlte sie eine Präsenz hinter sich und im ersten Augenblick dachte sie, es könnte sich nur um Severus handeln. Es war jedoch eine bedrohliche Präsenz, die sie am ganzen Leib verspürte. Severus hingegen hatte sie damals nie wahrnehmen können, als er sie in der Bibliothek beobachtet hatte, und deswegen bekam Hermine es mit der Angst zu tun. Jemand war hier und die finstere Anwesenheit dieser Person war so fühlbar und real, dass sich an ihr sämtliche Körperhaare aufrichteten. Hermine täuschte vor, in dem Buch zu lesen, während sie sich voll und ganz auf ihr Gehör konzentrierte, und tatsächlich hörte sie es rascheln, hörte Stoff an Stoff reiben. Mit pochendem Herz hielt Hermine die Luft an, doch als sie hörte, wie jemand ausatmete, da wurde sie von purer Angst überfallen. Mit einem Male sprang Hermine von der kleinen Bank auf
drehte sich und zog gleichzeitig ihren Zauberstab. Als sie die große, dürre Person hinter dem Bücherregal sah, da gefror ihr das Blut in den Adern. Hermine war unfähig, sich zu bewegen oder klar zu denken. Und diesen Moment nutzte die Person, um sich ihr zu nähern. Die dunkel gekleidete Figur zog ihre Kapuze hinunter und es kam schwarzes, wirres Haar zum Vorschein und auch das blasse Gesicht war zu erkennen. Schwere Augenlider hoben sich langsam und offenbarten finstere Augen. Hermine konnte ihren Zauberstab einfach nicht benutzen und vermutete, dass man sie verzaubert haben musste. Unerwartet und flüsternd sprach eine dunkle, raue Frauenstimme. »Oh nein, mein Schatz, ich habe dich nicht verzaubert. Du willst mich nur nicht angreifen. Das ist alles.« Hermine schüttelte panisch den Kopf und versuchte irgendwas zu sagen oder zu schreien. Sie wollte die Schüler warnen und den Direktor informieren, aber wie in einem ihrer Träume von heute Nacht war sie unfähig zu sprechen. Die dünne Gestalt kam näher und näher, doch Hermine konnte nicht weglaufen, so sehr sie es auch wollte. Als sich die beiden Aug in Aug gegenüberstanden, lachte die Frau schrill und hysterisch, während sie ihren Kopf nach hinten warf und eine vor Angst ganz bewegungsunfähige Hermine fest in ihre Arme schloss. Plötzlich drückte die Dunkelhaarige noch fester zu und gab Hermine einen Kuss auf die Stirn. Gleich darauf hauchte die Frau: »Hallo!« Ihre fahle Wange berührte Hermines Wange. »Schwester!« Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.